Wenn man das nicht versteht, dann versteht man das Zeichen überhaupt nicht. Auch überhaupt, was soll das heißen, ein Zeichen? Wozu ein Zeichen? Wozu dient das? Also all die Fragen müssen beim ersten geklärt werden. Das zweite, das Prinzip der 40 Vor-Dajjals, das ist sehr wichtig. Diese Prinzipien der 40 Vor-Dajjals reiht sich ein in Prinzipien, die auch das Vielfache Vorausgehende bei den anderen Zeichen darstellen. Und diese Dinge sind zum Teil bereits da. Der Hintergrund ist aber, in welcher Stufe dieser Vorzeichen. Das ist eine interessante Sache, die man beachten muss. Das Dritte, die ersten Hinweise auf den Dajjal im engeren Sinne. Das heißt, hier wird es Zeichen geben, die nicht zu leugnen sind. Diese Vorzeichen deuten darauf hin, dass man nicht mehr viel Zeit hat, um sich vorzubereiten. Und das ist auch die Frage, wie. Da gibt es verschiedene Hinweise und Überlieferungen dazu. Dann das nächste, das offene Auftreten des Dajjal. Das wird aber erst sein, wenn die anderen großen Zeichen erschienen sind. Davon können wir eigentlich ausgehen. Wenn diese Dinge auftreten, wird das bestimmte Folgen haben. Es wird vor allen Dingen eine Veränderung der Natur zur Folge haben, die es so noch nicht gegeben hat. Dann ist klar, dass der Dajjal eine Kulminierung darstellen muss, einen Höhepunkt von etwas. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt. Wir leben in Zeiten, in denen immer weiter die Dinge zu Extremen vorgetragen werden. Und schon jetzt zeigt sich das Kommen des Dajjal sehr deutlich. Allerdings, das sind Vorzeichen. Und dazu muss man wissen, dass alle der großen Zeichen des jüngsten Tages wie einen Schatten kleinere vor sich hertreiben. Was bedeutet das zu sagen, jemand ist ein Dajjal? Was bedeutet die Handlungsweise eines Dajjal? Was bedeutet auch zum Beispiel die Möglichkeit, wie das ja überliefert ist, dass man durch bestimmte Rezitationen dem Dajjal entgehen kann? Was wird denn in diesen Rezitationen gesagt? Worum geht es eigentlich? Aber ich werde gleich von Anfang an auf einige Dinge eingehen. Und zwar interessante Folgerungen, die man in früheren Jahrhunderten daraus gezogen hat und welche Folgen das gehabt hat. Wir alle tragen nämlich in uns, in diesem Moment, bereits Spuren dieser Entscheidungen. Das ist keine Sache, die erst jetzt beginnt. Gibt es eine der Fragen, die im Vorfeld auch gestellt wurden, was kann denn der Einzelne tun? Zwei Dinge möchte ich dazu erwähnen, so wie ich die Sache sehe. Das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, für die es aber gute Evidenz gibt. Die Tendenz geht dahin, dass ein organisiertes Vorgehen gegen den Dajjal, abgesehen von dem Mahdi und von Isa, Friede sei mit ihm, wahrscheinlich nicht möglich sein wird. Das Zweite, auch das ist wichtig, dass es durchaus Dinge gibt. Hier spielen Rezitationen eine Rolle, die Surat al-Kahf ist überliefert, aber hier muss man wissen, warum. Und es gibt verschiedene andere Hinweise in dem Kontext. Das heißt, man muss sehr aufmerksam sein. Noch kann das erste der großen Zeichen nicht eingetreten sein, das hätte man gemerkt. Aber die kleinen Zeichen des jüngsten Tages sind globale Ereignisse. Ein gemeinsames Prinzip, was man feststellen kann, ist, zu Beginn waren die kleinen Zeichen Dinge, die sich nur auf der arabischen Halbinsel oder in der unmittelbaren Umgebung, ereignet haben, aber auch die waren außergewöhnlich. Dann im Laufe der Zeit werden bestimmte Zeichen berichtet, die eigentlich sogar schon in der Vergangenheit da gewesen sind, aber eben nicht allgemein. Und daraus haben die meisten Gelehrten gedeutet, dass diese Art der Zeichen global sein müssen oder überwältigend oder in ganzen Gesellschaften, dass es sich hier nicht um einzelne Dinge handeln kann, denn die waren schon gewesen. Wenn wir all das zusammennehmen, gibt es immer noch eine Unsicherheit.
Aber eins ist klar, wenn das Leben grundsätzlich bedroht wird, wenn die Art, wie Menschen miteinander umgehen, die Familienverhältnisse und anderes grundsätzlich bedroht wird, wenn die technischen Möglichkeiten das natürliche Leben ermöglichen, dann reden wir schon über Zeichen des jüngsten Tages. Und da gibt es eine ganze Reihe. Wir beginnen mal langsam.